Und wenn man dann die ganze Zeit mit so einem Kamerablick läuft, kann ich das festhalten, festhalten, festhalten. Die Zeit und das Erleben kann man sowieso nicht festhalten. Und Fotos brauchen wir dafür nicht. Doch, wir sind Menschen. Herzlich willkommen. Ja, bei uns wird es heute sommerlich und Sommer bedeutet Ferien, Reisen oder einfach mal nichts tun. Alles schöne Themen, von denen wir von den Sternstunden gedacht haben, darüber sollten wir mal philosophieren. Prost! Machen wir. Hallo. Schöne Ferien. Mich würde von euch interessieren, wie seid ihr unterwegs in den Ferien, mit oder ohne Fotokamera, respektive wie oft zückt ihr das Handy, um Fotos zu machen? Ich habe keine Fotokamera mehr wie früher. Früher hatte ich wirklich noch so 36 Bilder, die man machen konnte. Man hatte so einen Kodak-Film, den man sich leisten konnte. Und jetzt hat man dieses Handy und das ist ja zugleich auch ein Arbeitswerkzeug. Deswegen lasse ich es dann immer im Hotel oder in der Ferienwohnung und habe dann entsprechend sehr wenig Bilder oder gar keine. Und bereust das? Nein. Nein? Naja. Können wir ja mal gleich festhalten. Urlaub gibt es eigentlich nur ohne Handy. Sobald das Handy dabei ist, ist das eh schon ein ganz anderes Gefühl. Das ist nämlich genau das Problem. Und ich finde nämlich tatsächlich diese vielen Bilder, die man dann machen kann, die vermiesen mir das so ein bisschen. Es gibt diesen schönen Aufsatz von Siegfried Krakauer von 1927 über die Fotografie, wo er absolut, finde ich, treffend sagt, Fotografieren ist dann ein Problem, wenn das Erleben der Landschaft oder des Ereignisses verloren geht zugunsten des Festhalten des Effekts. Mhm. Und ich glaube, das passiert, wenn man die ganze Zeit fotografiert, sieht man nichts mehr. Ich würde genau das Gegenteil behaupten. Echt? Ich hänge mir oft eine Fotokamera um, muss aber dann überhaupt keine Fotos schießen. Aber ich glaube, mein Blick verändert sich stark, wenn ich als Fotograf durch die Gegend laufe oder in den Ferien unterwegs bin. Ich achte auf andere Details, ich verweile bei Dingen, ich suche andere Perspektiven. Ich glaube, es gibt einen wacheren Blick und einen unkonventionelleren Blick auf die Dinge. Und du schaffst es auch, eine bestimmte Stimmung einzufangen, einen bestimmten Moment décisif, einen entscheidenden Moment, wie Cartier-Bresson zum Beispiel gesagt hat, in dem sich dann das ganze Gefühl, dein Lebensgefühl in diesen Ferien auch zur Geltung kommt. Und dann nimmst du das nach Hause und hast was. Wenn ihr gar keine Fotos macht, kommst du halt nach Hause und meine Erinnerung ist nicht so gut, dass ich dann das abrufen könnte. Also da bin ich nicht sicher, aber ich finde es zumindest interessant, dass der touristische Blick immer ein Blick mit Bildern ist, dass er schon das Erlebnis rahmt. Und ich würde da eher Barbara zustimmen. Ich mache eigentlich fast nie Urlaubsfotos. Die Franzosen sagen être ou connaître. Entweder ich bin im Ereignis oder ich versuche, das Ereignis zu reflektieren. Entweder ich erlebe es oder ich halte es fest. Und das Performative ist klar. Ein Moment, den ich festhalten will im Bild, den zerstöre ich, indem ich ihn festhalten will. Das ist das eine. Und das andere ist auch, man wird ja selber zum Schauspieler seines eigenen Erfahrens. Besonders grauenhaft in diesen pornösen Handyposen, wo sich dann Leute irgendwie so hinstellen. Als ob man sich dann noch irgendwie in seinem eigenen Erleben glorifizieren muss. Also finde ich eigentlich ganz und gar daneben. Aber und weißt du, was ja auch interessant ist? Ich sehe immer so viele Leute vor dem schönsten Canyon, vor der schönsten Meereslandschaft mit dem Rücken zum Motiv. Sie sehen es gar nicht mehr, weil sie müssen ja in die Selfie-Kamera blicken. Beides sind völlig andere Themen. Also das eine ist Selfies machen, das andere ist Fotografieren. Das eine ist Schnappschüsse machen oder Sehenswürdigkeiten abklappern, touristisch sehen. Aber ich würde sagen, man muss die Sehensunwürdigkeiten fotografieren. Man muss das Neue sehen, man muss sich die Kamera umhängen und durch die Kamera einen neuen Blick bekommen auf die Dinge. Ich höre, was du sagst und es kann sein, dass es sozusagen der Blick für das Nebensächliche geschärft wird, indem man eine Art Kamerawahrnehmung hat. Aber auch die Idee des Festhaltenwollens. Ich denke, wir wollen viel zu viel festhalten. Ich würde es da mit Goethe halten. Voran, niemals zurückschauen, keine Fotos machen, sondern sich in diesen Ereignisstrom ergeben. Und wenn man dann die ganze Zeit mit so einem Kamerablick läuft, kann ich das festhalten, festhalten, festhalten. Die Zeit und das Erleben kann man sowieso nicht festhalten und Fotos brauchen wir dafür nicht. Doch, wir sind Menschen. Guck mal, ich hatte so schöne Reisen in Marokko, in Madagaskar, in Südamerika, wenn ich da keine Fotos hätte. Bei den Bildern gilt wirklich diese Aufwertung durch Reduktion. Ich habe zum Beispiel das Glück gehabt, dass mein Vater uns als Kinder Fotoalben gemacht hat. Und es gibt ganz wenige Bilder nur. Man hat vielleicht von einem Urlaub ein Bild, von Geburtstag ein Bild, von der Einschulung ein Bild. Und diese Bilder sind fast wie Ikonografien meines eigenen Lebens. Und ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich eben viele Bilder mache mit dem Handy. Ich mache damit ja nachher nichts. Ich kuratiere die nicht. Ich weiß gar nicht, ob das dann so einen Wert hat nachher. Also ich glaube tatsächlich, wichtig wäre ja dann auch, das Ganze zu kuratieren. Mhm. Dazu bin ich dann leider zu faul, wenn ich ehrlich bin. Und noch etwas, die Funktion dieser Bilder hat sich ja verändert. Ich kriege derzeit viele Urlaubsbilder, irgendjemand in einer super Situation und dann kommt so, und du so.
Das heißt, es wird ein demonstrativer Konsum des Erlebens, der Neid erwecken soll. Ich bin hier und wo bist du? Das passiert viel öfter derzeit und ich finde, das zeigt viel über diese Funktion der Bilder. Eigentlich sollen sie einen Neid im Erleben erzeugen. So, aber jetzt brauchen wir schon noch ein Selfie, oder? Ein Selfie wollte ich. Ja, du und hast der Yves ja ist der Mann mit dem Selfie, genau. Da bin ich ganz sicher. Ich habe natürlich ein Handy dabei. Wir verewigen uns. Aber du musst das hier mit absolut zu dritt und natürlich mit dem immer Flamingo. Auf Finnisch Mandarini sagen. Wow, super. Sehr schön. Sieht schrecklich aus. Gott, oh Gott.